Hallo Reisefreunde! Heute wieder mal ein bisschen ein anderes Video an gewohntem Tag, aber zu einem ganz anderen Thema. Ihr seht es schon am Titel, ihr könnt uns treffen. Und zwar an ganz vielen verschiedenen Orten. Ich würde mal sagen, 3 deutschsprachige Länder. Und 3 Treffen in allen diesen Ländern, wobei es sind ja eigentlich sogar 4. Ja, das ist richtig international, also Deutschland, Österreich und Schweiz. Und Alles dabei. Ist natürlich richtig cool. In Zukunft werden mehrere solche Videos folgen. Wir verraten nach und nach jetzt immer wieder so ein bisschen Geheimnisse und Dinge und Projekte, die wir jetzt vorangebracht haben. Und ja, es werden ganz viele solche außergewöhnliche Videos folgen, wo wir euch informieren, denn so lange sind wir ja gar nicht mehr unterwegs, das wisst ihr ja. Aber kommen wir zum wesentlichen Teil, zu den Treffen, wo ihr uns treffen könnt. Eins können wir schon mal sagen, wir freuen uns auf euch. Absolut. Und das erste Treffen ist sozusagen eigentlich nahezu auch gleichzeitig der Reiseabschluss für uns für dieses Jahr. Das erste Treffen, das geht nach Österreich, weil wir kommen ja jetzt auch wieder hinten aus dem Osten und da bietet es sich natürlich auch perfekt an, einmal noch durch Österreich durchzufahren. Und ihr wisst das wahrscheinlich alle schon längst, weil wir waren ja letztes Jahr dort auch schon dabei. Das ist das CVSM, das Camper Van Summit Meeting. Ein bisschen ein komplizierter Name, aber ein ganz cooles Treffen. Das Treffen selbst findet in Leuta statt. Das ist ganz in der Nähe von Innsbruck. Mussten also wir auch erstmal googeln. Keine Ahnung, anfangs wo das lag, aber jetzt wissen wir es. Das startet am Mittwoch, am 3. Oktober. Da ist Anreisetag und so ein bisschen gemütliches, ungezwungenes Kennenlernen. Und die übrigen Tage dann, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, findet ganz viel Programm statt. Da kann man nämlich zum Beispiel Mountainbiken, Klettern, Trailrunning. Ich muss das ein bisschen ablesen. Wir haben hier ein Buch, wir haben alles aufgeschrieben. Ne? Alles aufgeschrieben. Das sind echt viele Aktivitäten. Also ich fange nochmal an. Mountainbike-Klettern, Trailrunning, Wandern, Fahrzeugtesttouren, Fotografie-Workshop, Reise- und Fachvorträge und was natürlich nie zu kurz kommen kann, Lagerfeuerromantik und Grillabende gemeinsam. Ganz wichtig. Mit dabei sind im Blogger Village unter anderem wir. Und dann noch 14 andere. Total sind es nämlich 15 Blogger oder wahrscheinlich sogar ein paar mehr, weil wir zwei zählen ja nur als eins. Und es gibt ein freudiges Wiedersehen, denn einige davon, die kennen wir schon. Zum Beispiel den Thorsten, den Dr. Camp, der liegt uns ja besonders am Herzen. Patascha's World mit Patascha und Patrick, die kennt ihr ja auch aus unseren Tascha und Patrick, genau. Die kennt ihr auch aus unseren Vlogs. Dann haben wir Mowgli von Life of Baloo, Thilo Vogel mit seinem Dachzelt. Wir haben Take an Adventure, Road Typing mit ihren super coolen Artikeln und natürlich Manu von der Schalldose on Tour. Und ihr wisst ja, ihn haben wir getroffen in Göteborg, das war noch gar nicht so lange her und er kommt in unserer Planung auch nochmal vor. Ja, den Namen, den werden wir nochmal hören. Aber ihr habt es vorher auch schon gehört, da kommen noch viel mehr Blogger und es hat ein richtig großes Rahmenprogramm an Aktivitäten, aber das ist noch nicht alles. Denn was für uns so ein bisschen auszeichnet oder was für uns das CVSM so ein bisschen spezieller macht, ist, dass da auch so ein Hauch von Messe dabei ist, weil es gibt ganz viele Hersteller und Produzenten, die da vor Ort sind. Das ist zum Beispiel Westfalia als Hauptsponsor auch. Dann haben wir Hobby vor Ort, Basecamper, Dometic, Thule, Heimercar, Campagna, Roadsurfer, Biolite, Rheim, Outwell und natürlich nicht zu vergessen Truma. Und die geben da auch technischen Support. Also wer das gerne mag, treffen, Autoaktivitäten und aber auch noch mit Fachleuten ein bisschen zu plaudern. Der, für den ist das CVSM absolut das Richtige. Und natürlich ganz viele bekannte Gesichter natürlich zu treffen in diesem Blogger Village. Ist ganz schön was los in Leutatsch vom 3. bis, was hast du da aufgeschrieben? 7. Bis 7. Oktober und da gibt es auch noch Tickets online zu kaufen. Ihr findet den Link natürlich unten, damit ihr direkt auf die Homepage vom CVSM kommt. Ihr könnt aber auch einfach CVSM in Google eingeben. Genau. Funktioniert natürlich und, auch. Eben, den Link findet ihr unten. Darum steht hier oben übrigens auch Werbung oder hier oben, weil wir so viele Markennamen und so erwähnen, müssen wir das leider hinschreiben. Darum hat es hier einen Werbebanner. Tja, ist ja für einen guten Zweck, weil ihr könnt uns ja treffen. Jetzt kommen wir zum nächsten Treffen und da spielt der Manu von der Schalldose on Tour die Hauptrolle. Genau, weil er organisiert das Busbastler Basecamp.
Was für ein cooler Name, oder? Bus Bastler Basecamp. Er sagt das natürlich noch ein bisschen cooler. Das ja, ist natürlich. Halt mit seiner perfekten, professionellen Stimme kann er da natürlich noch ein bisschen mehr Emotion reinbringen. Genau, das Bus Bastler Basecamp, das findet im Schwarzwald statt, und zwar vom 19. bis am 21. Oktober. Und der Schwarzwald, der ist ja jetzt auch nicht nur 3 Bäume groß, sondern ja, doch ein bisschen größer. Deshalb noch so vielleicht... genauer gesagt, Horb am Neckar ist ganz genau die Ortschaft, wo das stattfindet, und das liegt zwischen Stuttgart und Singen. Ganz in der Nähe von uns zu Hause, ja, eigentlich. Ja, alle Festivals und Treffen sind irgendwie ganz rein zufällig. Ganz in der Nähe. Das Bus Bastler Basecamp, das ist ein markenoffenes Treffen für alle, die selbst an ihrem Bus schrauben. Und das macht es so ein bisschen aus, oder? Man kann alle Busse anschauen und reinschauen und wissen. Mhm. Gibt es ein kleines Problem an diesem Bus Bastler Basecamp? Leider. Die Tickets, die sind eigentlich schon komplett ausverkauft. Das heißt, mit Fahrzeug könnt ihr dann nicht mehr hinkommen. Da müsstet ihr mal bei Manuel anklopfen und sagen, hey, sag mal, machst du das nächstes Jahr wieder, dann würde ich schon mal ein Ticket bestellen. Aber wer dieses Jahr noch kommen will, es gibt da so ein kleines Hintertürchen, und zwar kann man vor Ort noch Tagestickets kaufen. Nur vor Ort? Genau. Nur vor Ort. Man muss dann halt selber irgendwie, entweder kommt man einfach nur einen Tag, das ist natürlich eine Möglichkeit, oder man organisiert sich halt einfach irgendwo in der Nähe selber eine Möglichkeit, wo man stehen, übernachten kann, und dann ist das natürlich auch kein Problem. Dann kann man ebenfalls da noch mit dabei sein. Das Programm hat es natürlich auch in sich am Bus Bastler Basecamp. Ich sage das echt gerne. Wir haben da eine Kräuterwanderung im Landkreis. Vom Landkreis Freudenstadt. Ein Ausbauworkshop mit unseren Freunden von Compagna. Den haben wir ja den Van einmal vorgestellt. Wir haben einen Kfz-Instandhaltungsworkshop mit Rodenboard. Wir haben einen Drohnenworkshop mit Synchrotime. Wir haben einen Möbelbaumworkshop mit Tischlerkiste, ein Kaffee-Workshop mit Oliver Tree und Fotografie-Workshop mit Wego on Tour. Da freuen wir uns besonders drauf, weil die möchten wir endlich mal persönlich kennenlernen. Ja, auf jeden Fall. Und dann haben wir noch einen Faszien-Workshop mit der Physiotherapie Graf. Und ich würde mal sagen, sie ist vorgekommen in unseren Videos, ja, auch schon, die kam. Ihr habt sie auch schon gesehen, genau. Da freuen wir uns besonders drauf. Bei den Workshops haben alle Vorrang, die schon ein Ticket gekauft haben. Also nicht die Tagestickets kaufen, genau. Aber die Möglichkeit besteht natürlich. Ganz cool auch, es gibt eine riesengroße Tombola. Da hat der Manu ganz, ganz coole Preise versprochen. Aber genug der Treffen, jetzt kommen wir eigentlich zum Highlight an sich, zum absoluten Wahnsinn. Trommelwirbel, den blendest du uns jetzt gerade ein. Genau. Oder wir machen eine Welle. Welle. Oh. 1, 2, so. Genau. Und zwar der Caravansalon in Bern. Der Swiss Caravansalon. Das wird unsere Messe in diesem Jahr. Da könnt ihr uns treffen, sehen, zuhören, fühlen, alles Mögliche. Aber erzähl mal. 350 Aussteller, rund 44.000 Besucher werden erwartet. Und die Messe, die startet am Donnerstag, am 25. Oktober und dauert bis und mit Montag, 29. Oktober. Es wird täglich von uns beiden und von vielen anderen, zum Beispiel auch von Bordebass. Von Marc und Selena, genau. Genau, oder auch vom Womo-Blog für die Schweizer Blogger-Szene-Kenner unter euch ebenfalls auch Vorträge geben. Unsere finden täglich statt. Das ist immer ein Reisevortrag über eine Region oder ein Land, weil die dauern nur so etwa 20, 25 Minuten. Und entsprechend können wir da natürlich nicht die ganze Reise reinpacken. Aber weil wir ja unsere Reise irgendwo auch als komplett reinpacken wollen, machen wir zum ersten Mal eine richtig große Samstagabend-Show. Wir sind nur ein bisschen nervös, haben natürlich alles schon vorbereitet, ganz klar, oder? Aber das ist wirklich die ganz große Kiste, die wir da auffahren dürfen. Und zwar ist das am 27. Oktober abends um 17:30 Uhr, 17.30 Uhr. Ihr findet alle Infos zusammengepackt unten in der Infobox. Und zu... nein, da noch nicht. Möchtest du irgendwas sagen? Noch nicht. Zu unserem Highlight? Nein.
Ja, da werden wir unsere ganze Reise zusammenfassen. Wir werden auf der Bühne stehen. Wir werden euch mitnehmen durch alle Länder, die wir dann bereist haben. Wir freuen uns riesig darauf, sind mega gespannt, wie das natürlich ankommt. Und ja, sind auch ein bisschen stolz. Aber das ist noch lange nicht alles, denn... Am Sonntag gibt es nebst unserem Reisevortrag, der ja wie gesagt jeden Tag stattfindet, der kleine, gibt es auch ein allererstes offizielles Meet, come with us to. Das allererste Meetup mit uns zweien und zwar morgens um 11 Uhr im Foyer des Swiss Caravan Salon. Da freuen wir uns natürlich, wenn viele, viele von euch dabei sind. Wir wissen, ganz viele von euch wollen uns schon lange kennenlernen, wollen uns besuchen und ja. Und jetzt kommt mein Einwand. Ich war nämlich vorher einfach schon einen Punkt zu früh. Ihr findet alle Informationen zu diesem Meetup auch bei uns auf Facebook. Da haben wir eine Veranstaltung dazu erstellt und ihr würdet uns sehr helfen, wenn ihr wisst, dass ihr teilnehmen könnt oder wenn ihr es schwer euch vorhabt. Überlegt oder vorhabt, dahin zu kommen, wenn ihr auf interessiert bzw. auf teilnehmen klickt, weil dann können wir einfach so ein bisschen den Größenrahmen abschätzen und wissen, ob das Ganze auch im Foyer noch stattfinden kann oder nicht. Deshalb, da würdet ihr uns einen großen Gefallen tun. Und für alle die, die jetzt immer noch nicht überzogen sind, Bern ist eine wunderschöne Stadt. Es gibt an diesem Wochenende nämlich nicht nur den Swiss Caravan Salon, es gibt auch noch das Fernwehfestival von Globetrotter. Da gibt es ebenfalls ganz, ganz viele Vorträge übers Reisen, dann eher international, auch über den großen Teich. Ein wahnsinnig, wahnsinnig cooles Festival. Wir waren letztes Jahr mit dabei. Also und wenn es irgendwie funktioniert, zeitlich gesehen, dann werden wir auch dieses Jahr dort unbedingt auch nochmal mit reinschauen. Also das lohnt sich natürlich, nach Bern zu kommen, an unserem Vortrag, ans Meetup, an die kleinen Vorträge, alle Infos unten in der Infobox. Das jetzt sind natürlich 90% unserer Zuschauer enttäuscht, weil sie aus Deutschland kommen und nur ein Treffen bis jetzt in Deutschland war. Haben wir nochmal was für euch. Genau, und wenn zwar wisst ihr ja alle, dass in Stuttgart jeweils die große CMT ist, die große Camping- und Tourismusausstellung und wir sind dieses Jahr nicht wie letztes Jahr, wir sind mit dabei. Definitiv, und zwar von Anfang an, also von, wir sagen jetzt schon, dass wir dabei sind und wir streiken da noch nicht, weil letztes Jahr haben wir ja gesagt, wir sind da und dann machen wir doch nicht. Ja. Aber dieses, oder besser gesagt nächstes Jahr, weil das ist ja erst im Januar, das ist vom 12. bis 20. Januar 2019, sind wir in Stuttgart. Ob wir die ganze Zeit vor Ort sind, das weiß ich noch nicht genau, weil wir sind dort noch im Gespräch mit den Veranstaltern und deshalb können wir jetzt hier an dieser Stelle auch zum Programm noch nicht viel sagen, das steckt alles noch so ein bisschen. Wir haben da bald noch ein Telefonat, ein ganz interessantes Telefonat, wo wir mehr erfahren werden und euch auch mehr dazu sagen. Also ihr seht es, ihr könnt uns an ganz, ganz vielen Orten treffen. Wir sind an ganz vielen Orten mit dabei. Es sind ausgewählte Orte extra. Wir sind nicht überall dabei, sondern wirklich an den Orten, die uns speziell gefallen, wo wir einen Bezug dazu haben, wo wir es richtig cool finden. Das ist das Busbastler Basecamp, das CVSM, der Swiss Caravan Salon und die CMT. Alle Informationen unten in der Infobox. Und ich würde sagen, 13 Minuten reichen, oder? Für heute. Ja, wobei, wir werden ja immer wieder gefragt, was wir für tolle Musik haben. Und so ganz ein kleines bisschen hört man das ja jetzt auch in diesem Video im Hintergrund. Und da übergebe ich direkt das Wort an den Videoprofi. Wir haben nämlich vor ein paar Tagen ein ganz, ganz cooles Mail erhalten. Mit dem hätten wir niemals, niemals gerechnet. Und wir wussten zwar, nicht mal, dass es das gibt. Nee, wir wussten das gar nicht. Und zwar kam das direkt von Epidemic Sound. Daher beziehen wir ja unsere Musik. Wir bezahlen dafür pro Monat einen Betrag. Und Epidemic hat gesagt, wollt ihr nicht mit uns zusammenarbeiten? Haben wir gesagt, ja natürlich wollen wir mit euch zusammenarbeiten. Und ab sofort arbeiten wir mit Epidemic Music zusammen. Unten findet ihr den Link in der Infobox. Da könnt ihr das Programm Epidemic Sound 30 Tage kostenlos testen. Und wenn ihr danach das Abo abschließt, dann gibt es für uns noch eine kleine Prämie. Das ist also ein Affiliate-Partner. Für euch bleiben die Monatspreise natürlich gleich, wie wenn ihr das nicht über unseren Link macht. Aber ihr könnt uns, vielleicht habt ihr ja den Tipp auch für uns, so ein bisschen durch eine kleine Provision unterstützen, die uns dann Epidemic Sound überweist. Das ist also wirklich ein riesen weiterer Erfolg für uns. Und deshalb würde ich sagen, beim Abspann lassen wir einfach nochmal das Highlight-Lied laufen. Ja, das einfach, ihr alle so liebt, genau. Das kommt nämlich auch von Epidemic. Das war's für heute. Alle Infos unten in der Infobox. Ist ein bisschen lang geworden, aber waren auch ganz viele Informationen zusammengefasst. Wie gesagt, wir freuen uns auf euch, kommt uns besuchen, treffen, sagt Hallo an allen Orten und ja, da bleibt uns nicht mehr viel mehr zu sagen als wir sehen uns, aber er meint
Europa ist geil? Ja, eigentlich schon. Also nochmal. Da bleibt uns nicht mehr viel mehr zu sagen als Europa ist geil. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss. These are troubles of mine. Weary thoughts of breaking up.